Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer weiteren Runde The Suicide of Rachel Foster. Ja, was können wir hier? Wir melden uns mal. I can still hear that guy telling me Rachel's alive. If he calls back, go into special protocol mode. Which is? Trying to sell him a vacuum cleaner. Why did I even ask? Ja, heute ist Mittwochabend. Das ist eigentlich eine ungewöhnliche Zeit für mich aufzunehmen. Aber ich stellte fest, irgendwie war die Woche vollgepackt. Und ich hatte nur 3 Folgen am Sonntag in meinem Kater aufgenommen. Mit meinem Kater aufgenommen. Mathematik. Der Physikervater oder der naturwissenschaftliche Vater. Auf jeden Fall ist jetzt unsere Aufgabe, also meine Aufgabe ist jetzt erstmal 2 Folgen aufzunehmen. Warum haben wir ja schon wieder... Achso, das war... das alles klar, da haben wir mit ihm gesprochen über die einzelnen Dinge, die da so sind und wie sie zusammenhängen können. Und jetzt ist es unser Auftrag, den Raum 117, der sich auf unserem Flur... Weiß... Achso, das war die Tür. Das war wohl das Klo, was wir gehört haben. Jetzt ist uns die glorreiche Aufgabe zuteil geworden, den Raum 117 zu finden. Nein. Da zählen sie doch schon wieder rückwärts. Das war, dann müsste das hier theoretisch 102 sein. Ja, nicht nur theoretisch. Was denn? Was macht hier Geräusche? Also hier, glaube ich, werden wir nichts. Dann gehen wir mal die andere Ecke runter. Ja, und so habe ich mir gesagt, auf Mittwochabend noch so 2 Folgen, damit wir die restliche Woche voll kriegen, weil ich muss sie auch noch rendern, hochladen, lalala, wie das dann halt so ist. Das war da. Aber hier geht es nicht weiter. What the fuck? Wo ist hier 117? Was steht denn hier dran? Mal gar keine Raumnummer. Ist auch schön. Also hier sind wir auf jeden Fall falsch. Ja, so werden wir uns jetzt mal zu Raum 117 begeben. Oh, hör auf, Geräusche zu machen, das finde ich doof. Hier muss irgendwie Raum 117 sein. Das ist 109. Oh, ich hasse es, wenn da so Geräusche sind. Die Augen eines Mörders. Aha. Ein Wolf ist nicht zwingend ein Mörder, um das mal so zu sagen. Ich kann übrigens... Was? 111? Zimmer 117. Und ich will eigentlich gar nicht draußen. Schneit es, wie wir sehen können. Ja, ich habe mal das Gamepad in die Hand genommen, welches jetzt komischerweise funktioniert, was ja bei der ersten Aufnahme nicht funktionierte. Wir schauen mal. Ich will nicht, aber wir sollen uns erstmal melden. Ich trinke einen Kaffee. Derweil. Hey. I found the room. But... For someone barricaded it with an L bracket. Do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Genau. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but I don't remember where. Probably in the basement. Seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. Toll. Es wäre ja zu einfach gewesen. Also, entweder in der Garage oder im Heizungsraum. Ich tendiere dazu zu sagen, dass es zwar nicht die Garage gewesen sein wird, aber wir schauen, was uns zuerst über den Weg läuft. Davon mache ich das abhängig. Ihr wisst ja, meine Orientierungssinn etc. Da muss ich, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Jedenfalls schauen wir mal, wo es hier nochmal lang ging. Okay, sie ruft hey, jemanden an. Found the screwdriver? Nein. No. Okay. I keep thinking about those guys, the ghost hunters. You sure it was an act? It sounded so natural. Awesome actors, I'll give them that. I can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. God only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit like that. Well, I'm not superstitious, but if someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Huh? What are you talking about? Gute Frage. Prayer, for example.
Raymond Foster wäre anderer Meinung. Katzen sind unabhängige Tiere. Ich nehme mal das hier. You're saying prayer brings good luck? I doubt Reverend Foster would agree. A screwdriver. I'm out of here. Die Diskussion will er nicht führen. Also, so wie Juna auch schon in die Kommentare schrieb, ich finde diese kleinen... Was war das? War da was? War da was? War da was? Habe ich irgendwas übersehen? Okay, Kletterstiefel, ein Traum. Wir gehen mal hier runter. Oder auch nicht, doch. Aber hier, glaube ich, werden wir nichts finden. Und Arcade-Spiel ist wohl nicht drin. Nein. Hier sind wir fast. Warum machst du Geräusche, wenn ich gehe? I got a proposition. Go for it. A street warrior challenge. When I get out of here, I get Kik Lee, you, whoever you want. Whoa, 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 whoa. You're the first female I meet that knows street warrior. This female won against all those snot-nosed brats wearing knee highs in the hotel. High kick, low kick, uppercut. The end. Just tricks. Never skip a leg day, Irving. To be honest, I don't think I'll live up to the confrontation. Whoa, whoa, whoa! You're the first guy I meet that doesn't know Street Warrior. Playing video games wasn't considered an edifying pursuit in my house. Okay. What a drag. But you can teach me. Okay, deal. But we gotta start with Lord Bull. He's got the easier combos. Sure, whatever you say. Silence, my young apprentice. Wax on. Wax off. Oh my God. Ach, ich mag die Gespräche zwischen den beiden, auch wenn er mir immer noch so ein bisschen strange vorkommt und ich mir noch nicht so sicher bin, ob er wirklich unser Freund ist, mag ich die Gespräche zwischen den beiden. So, da waren wir also nicht richtig. Wo geht's denn hier hin? Aber nach unten geht's. Ja, wie gesagt, ich spiele gerade mit Gamepad, was ja in der ersten Aufnahme nicht so richtig funktioniert hat. Warum auch immer. Boiler Room. Gucken wir mal hier, ob wir hier nicht einen Schraubendreher finden. Aha. Was auch immer. Hier ist eine Werkbank. Da kann ich aber nichts Großartiges machen. Das Radio will ich jetzt gar nicht haben. Tolle Werkbank, wo wir nicht mal einen Schraubendreher finden. Das ist ganz toll. Hier hängen Pinsel, die helfen uns nicht weiter. Was war das jetzt hier? Aha. Kann sich jemand erinnern, dass er hier einen Schraubendreher gesehen hat? Also offen gestanden nicht. Also hier sieht es nicht nach einem Schraubendreher aus. Ah, die Trolle kommt von einer Frau. Also ich hätte jetzt tendenziell einen bei der Werkbank vermutet, aber das Spiel sagt mir wohl eher nicht. Können wir nichts mit anfangen. Hammer. Und mit dem Hammer kriegen wir das Ding bestimmt auch auf, so ist das nicht. Aber Schraubendreher ist mal dezent Asche. Eine Flasche, sehr schön. Warum wir uns auch immer diese Flasche angucken konnten. Aber Schraubendreher ist hier mal eher nicht zu finden. Und sie sagte doch im Boiler, ups. Fortfahren. Wo war denn M, die Map? Also im Heizungsraum, und das ist dieser Raum hier, finde ich jetzt mal auf den ersten Step mal nichts, was annäherungsweise aussieht wie ein Schraubendreher. Wenn ich jetzt nicht gerade etwas übersehe. Hier war ich noch nicht. Dann kann ich auch nochmal gucken, aber das sieht mal auch schlecht aus.
weiß jetzt, für mich sieht das aus wie der Heizungsraum. Korrigiert mich bitte. Okay, also hier werden wir nichts finden. Ich mag keine offenen Türen, vor allen Dingen, wenn sie nicht hinter mir geöffnet sind. Oder beziehungsweise, wenn sie hinter mir geöffnet sind. Die Musik finde ich jetzt auch nicht so toll. Also nicht so, wie soll ich sagen, beruhigend. Die läuft ja nur ganz leise im Hintergrund. Ich hoffe, ihr könnt sie auch halbwegs gut hören. Da ist einer, oder? B zum Aufnehmen. So, damit haben wir den. Ich finde das Ganze sehr beunruhigend. Aber diese Atmosphäre soll das Spiel wohl auch rüberbringen. Hallo? Wieso kann ich jetzt nicht? Nein. Dann müssen wir hier durch. Ja, ich bin nicht so beruhigt. Kann man nicht sagen. Also was sie wirklich gut gemacht haben, meines Erachtens, sind auch die Konversationen zwischen ihr und dem Typen. Richtig? Ja. So. Dann können wir jetzt mal, würde ich sagen. Wollen wir nicht vorher telefonieren? Offensichtlich nicht. Do you know about those TV shows? The ones about haunted houses? I know they're popular. A lot of tourism revolves around them. Did the whole Rachel story really bring them here? Everyone in town knew about her suicide. Mm-hmm. Had a bit of gossip. Oh, so sad to see the place you grew up in go downhill. I know. I'm so sorry. Believe me. Können wir uns das Bild auch mal angucken? Ich meine... Okay, steht hinten nichts drauf. Zeigt irgendwie... Keine Ahnung, was es zeigt. Ein Hotel, ein Haus, was auch immer. Videorekorder. Haben die wirklich ihr ganzes Zeug hier liegen lassen? Kann damit aber nichts machen. Ich hätte gedacht, vielleicht... Hallo. Wartet mal. Ja, ich weiß aber nicht, ob das so schlau ist, die zuzumachen. Da sind wieder die Zigarettenpackungen. Eine angerauchte. Das sind wieder diese Zigaretten, die wir heute... Die wir schon mal... Okay, wir nehmen es mal auf und... Schauen mal, ob wir was damit anfangen können. Steht nichts drauf weiter. Eine leere VHS-Hülle. So ein Polaroid-Gedöns haben wir schon. Okay. He's always locked up in the attic.
You can hear her pacing up and down. Well, better rest. We've got the whole hotel to do whatever we want. Shut up a sec. There's that noise again in the headphones. Sounds like someone is talking to themselves. I think you're smoking the good stuff. Is that right? Jerk. Did you see his face? He's missing a couple screws. Sounds like a woman's voice. A girl. Okay. What the? I'll bet living alone in a place like this all winter, you can't help but go nuts. So depressing. Danny, did you get rid of the interference? Fuck, I paid you to do your job, not jerk around. Fuck off, Stan. What do you think I'm doing? It's a mess here. Nothing's working. There's voices. Listen, Danny, cut the crap. I'm gonna go have a sip, and if you don't figure out by the time I'm done... What the fuck are you doing? I saw something! Wait, you're not taking. No, I mean, for real! What? What the... Someone's here, I'm telling you! What do you guys say? It looks more like a... Oh, my God. Oh, my God! Oh. It moves! Oh, God! Yeah, I'm telling you! Oh, shit, no! I can't find the keys! Oh, God, this place is... Where are these? Ich weiß ja nicht, Freunde. Beruhigend war das jetzt nicht. Aha. Das war jetzt auch nicht sehr beruhigend. Also eine gewisse Atmosphäre verschafft das Spiel, ja. Also so eine Art Gruselatmosphäre. Okay. Wollen wir mal Licht anmachen? Nein, können wir nicht. Okay. Es gibt auch keine Hinweise darauf, wem dieses Zimmer gehört haben kann. Es sind mehrere Betten drin. Da liegen, glaube ich, wieder Kippen in der Gegend rum. Diese Kippen finden wir auch überall, aber andere. War da irgendwas? Nee. Naja, runtergefallen, nicht mal kaputt, würde ich sagen. Auch hier eine angerauchte Zigarette. Hm? Hm. Nicht wirklich hilfreich. Da ist auch nichts weiter. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde mich gleich erschrecken. Also sowas finde ich viel, viel schlimmer als irgendwelche Horrorschocker, weil die langweilen mich tendenziell eher. Können wir auch nichts holen. Ja, ich glaube, hier sind wir durch. Und by the way durch, ich glaube, wir werden die Folge an dieser Stelle jetzt beenden. Falls ich noch hier nicht noch irgendwas übersehen habe, weil ich die dann noch rendern will und hochladen. Und sage jetzt mal, ja, eine kleine Aufnahmepause. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.